Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 15 Karrieremodus. Die Tottenham Hotspurs erwarten uns im Pokal und gegen die wollen wir natürlich in die nächste Runde einziehen. Das wird aber eine ganz schön schwere Geschichte, weil wie immer ist ja auch Tottenham im Karrieremodus sehr, sehr stark. Wir allerdings mittlerweile auch sind momentan noch ungeschlagen in dieser Saison und das soll natürlich auch so bleiben mit einer anderen Elf als zuletzt in der Liga natürlich, was aber auch ganz klar ist, im Pokal wird ein bisschen rotiert, aber wir haben ja mittlerweile die Qualität, rotieren zu können, ohne dass es irgendwie große Probleme damit geben könnte. Nastasic kommt für Sané in die Partie, außerdem geht De Jong raus, dafür kommt Ben Arfa, Niang kommt in die Sturmspitze für Ben Yedda und ich glaube Ibrahimovic startet aber. Oxlade-Chamberlain kommt auf die Bank, Coman kommt auf die Bank, wir haben schon mal zwei Einwechselspieler und Reinholz haben wir dann auch noch. Ich denke mal, so geht das ganz gut klar. Damit werden wir in die Partie gehen, obwohl wir können vielleicht auch mal Santon spielen lassen. Haben wir gar nicht mehr. Ach ja, stimmt, wir haben ja Haidara nur noch. Aber den können wir auch mal spielen lassen. Ausnahmsweise. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein ins Spielchen. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und bis gleich. Capital One Cup war angesagt in England. Die Tottenham Hotspurs an der White Hart Lane empfingen Newcastle United, den ungeschlagenen Tabellenführer der Premier League Saison 2016-2017. Und die wollten heute natürlich hier auch weiterkommen, auch wenn wieder einmal dieses Jahr das Augenmerk, das Hauptaugenmerk nicht auf dem Capital One Cup lag. Zumindest nicht, wenn es nach der Meinung von Trainer MGT ging. Ja, bei Newcastle gab es natürlich einige Rotationsspieler bzw. Spieler, die normalerweise nicht in der Startelf drin standen auf dem Platz. Andererseits natürlich auch bei Tottenham Hotspur, denn auch die war natürlich in diesem Pokal zwar angetreten, aber das war nicht das Hauptaugenmerk des Vereins. Worm Jedlin, Fazio, der Kapitän der Innenverteidigung, neben Jiri Jess Davies auf links, Paulinho Stambouli, Lennon Eriksen, Chadli und Emmanuel Adebayor in der Sturmspitze. Also eine starke Aufstellung, allerdings hatte die auch Newcastle United vorzuweisen, während die Fans die Vereinshymne schmetterten. Ja, auf der anderen Seite nämlich im Tor natürlich wieder Asmir Begovic, Janmaat, Nastasic und Laporte bildeten mit Haidara, der überraschende der Startelf war, die Verteidigung. Alto Belli und Tindl auf der Doppel-6 auch rotiert. Ben Arfa, Morrison, Ibrahimovic und Niang in der Sturmspitze. Ja, richtig. Ben Arfa zwar mit dabei, Ben Yedda allerdings nicht. Ob das ein gutes Zeichen war? Naja, wir werden sehen. Erste Szene, erste Chance der Partie gab es dann für Tottenham Hotspur nach ungefähr 13 gespielten Minuten, obwohl eigentlich Newcastle in Anfangsphase besser war. Der Ball kommt hier glücklich weiter bei Paulinho an und der spielt nochmal zurück auf Davies. Der Waliser, der geht in den 16 nochmal auf Paulinho. Der Schuss und Begovic mit seiner ersten guten Parade in der Partie. Ball wird dann geklärt von Aymeric Laporte. Schöne erste Szene von, naja, Newcastle waren bisher da nichts zu sehen. Dann kam Ibrahimovic, der war genervt. Und naja, sowas klappt normalerweise einmal im Schaltjahr. Aber es war ein gutes Zeichen, denn Ibrahimovic, der hatte jetzt richtig Bock. Und auch wenn dieser Schuss nicht klappte, vielleicht klappt ja die nächste Aktion. Niang geht hier über außen, setzt sich gut durch. Und dann der Pass auf den gestarteten Ben Arfa. Der hat einen Vorsprung gegen Jedlin. Der kann zwar aufholen, aber nicht mehr richtig. Ibrahimovic ist da und es steht 1:0 nach 29 gespielten Minuten. Ja, in der Mitte darf es Ibrahimovic auch gegen zwei Leute nicht so köpfen lassen. Denn der ist sprungstark, der ist 1,95 groß und der macht hier das 1:0 gegen Chiriches und Davy. Ist beide zu klein und im Endeffekt hat Worm dann auch keine Chance mehr, diesen Ball zu halten. Der Schwede mit seiner nächsten Bude für Newcastle, der scheint angekommen zu sein, aber auf der anderen Seite probierte es auch, naja, Newcastle defensiv wieder gut zu machen. Eriksen mit dem Schuss, allerdings gehalten von Asmir Begovic. Tottenham, die hatten einige Chancen jetzt, die versuchten immer weiter zu kommen mit Eriksen, seiner zweiten Chance innerhalb von ein paar Minuten, aber wieder ist Begovic da und es wurde nicht so wirklich. Die Fans von Newcastle feierten ihre Mannschaft, denn zur Halbzeit stand es weiterhin 1:0. Ja, die Spurs machten einfach zu wenig aus ihren Chancen, sie hatten einige, aber Eriksen scheiterte meist am gut aufgelegten Begovic. In der zweiten Halbzeit musste noch einiges passieren, wenn man hier weiterkommen wollte. Bisher mit Minimalaufwand quasi war Newcastle in diese Position hereingeraten. Es dauerte bis zur 55. Minute bis zur ersten nennenswerten Aktion. Jan Reinhold kam nach diesem Schuss von Ibrahimovic für Ravel Morrison und es gab einen Eckball und nach Ecken ist man stark, allerdings hat Laporte immer noch nicht getroffen und vielleicht schafft er es ja jetzt. Wäre ja ganz schön. Reinholz hier nochmal im Bild, wird eingewechselt, mal wieder. Ist ja mittlerweile schon Dauergast auf der Auswechselbank und auch als Einwechselspieler. Stindl bringt die Ecke in die Mitte rein, da ist Laporte. Allerdings geht der Ball in die Arme von Worm und dementsprechend wird es nicht mehr gefährlich. Dann kam wieder Ibrahimovic mit einem schönen Schuss, allerdings abgefälscht und Worm hat den Ball. Und jetzt könnte es ja mal nach vorne gehen bei den Spurs. Der ließ sich aber lange Zeit, der Niederländer, im Kasten. Spielt den Ball dann nach vorne und Adebayor gewinnt das Kopfballduell gegen Nastasic. Ball kommt aber zu Alto Belli, der verliert ihn gegen Nabil Bentaleb. Der weiter auf Adebayor und Eriksen. Und der war richtig gut drauf, das haben wir heute schon gesehen. Spielt den Ball nochmal auf den Mann aus dem Togo, dann nochmal auf Eriksen zurück. Eigentlich hat Laporte den Ball, aber Nastasic macht es nochmal gefährlich. Gomez kriegt den Ball nochmal zurück von Adebayor. Nastasic ist nicht bei Eriksen und es steht 1:1, 75. Spielminute, der Ausgleich durch den Dänen. Das war nicht unbedingt verdient, in der zweiten Halbzeit war das Spiel sehr, sehr abgeflacht.
Allerdings, naja, war das einfach bitter, denn Nastasic hatte da zweimal den Fehler gemacht. Hier verliert er erstmal den Ball und dann im Endeffekt ist er nicht schnell genug bei Eriksen. Grätscht nicht rein und dementsprechend 1:1 und es ging bitter weiter, denn jetzt hatten die Spurs Blut geleckt. Die wollten jetzt weitermachen, die waren jetzt richtig gut in der Partie drin. Ball wird erst geklärt, Reinholz verliert ihn gegen Chudley. Der Ball kommt zu Gilmelt und der kann wieder weiterspielen auf Jedlin, sehr aktiv auf der rechten Außenbahn, der schnelle Mann aus den USA. Der Ball kommt auf Eriksen und der ist humorlos, haut den Ball rein, kurze Ecke, 2:1, 80. Minute. Die Spurs waren das erste Mal in dieser Partie in Führung und das ging nach diesem Ausgleichstreffer vollkommen in Ordnung, denn der Däne war richtig gut aufgelegt, ich habe es bereits erwähnt und ja, der kann hier einfach aufs Tor schießen. Laporte ist nicht richtig bei ihm, Haidara lässt ihn laufen und dementsprechend steht es 2:1, aber nicht lange. Ibrahimovic macht das 2:2, das ist nämlich genau das, was diese Partie ausmachte. Es ging extrem schnell, der Ball von Laporte hinten raus, macht seinen Fehler wieder gut und Ibrahimovic hat kein Problem, den Ball reinzumachen. Schönes Tor vom Schweden in der 89. zum Ausgleich, aber das hieß ja Verlängerung. In Verlängerung, da springen wir auch direkt rein. Die erste Szene in dieser gab es nämlich für Newcastle. Reinholz mit dem Hackenball auf Ibrahimovic, der sieht den besser postierten De Jong und der geht über außen. War eingewechselt worden für Morrison, wird bedrängt von Jedlin und der ist so schnell, dass er ihm tatsächlich den Winkel verkürzen kann. Dementsprechend vorbei am langen Pfosten und dann, naja, wer sollte wieder kommen? Richtig, Christian Eriksen. Der Ball kommt hier erstmal auf Gummer, schlecht geklärt erstmal von Matija Nastasic. Ball kommt auf Eriksen, der war gerade angesprochen, setzt sich durch gegen Haidara, setzt sich nochmal durch nach dem Flankenball, kommt Haidara nämlich mit dem Kopfball und dann bringt er hier Laporte in Schwulitäten und da ist Eriksen, 3:2, 112. Minute, der erneute Führungstreffer für die Spurs und der Hattrick des Dänen, wunderbares Tor und da zeichnet sich wieder seine Beidfüßigkeit aus. Mit dem linken Fuß haut er den Ball einfach rein, 2 Tore mit links, 1 Tor mit rechts. Der Däne bringt den Spurs hier den Sieg, denn das war die letzte Aktion der Partie, die nennenswert war. Auch wenn es Newcastle mal versuchte, hier Haidara mit dem Fehler und Laporte ist viel zu sehr bedrängt, um den irgendwie weiterzuspielen und dementsprechend ja, hat Eriksen ein leichtes Spiel. Sieg also für die Spurs. Im Pokal kommen sie weiter. Ob das nächste Woche dann in der Premier League genauso sein wird, das werden wir sehen. Da kann sich Newcastle dann rechnen, aber wie gesagt, der Pokal nicht so wichtig für die Magpies. Die Spurs sind jetzt weiter und die können sich darüber auf jeden Fall freuen. Ja, im Endeffekt geht der Sieg in Ordnung für Newcastle. Was? Nein, nicht für Newcastle, für die Spurs. Das ist vollkommen okay, damit kann ich auf jeden Fall leben. Capital One Cup, ich sag's nochmal, ist für mich nicht unbedingt wichtig. Und dass die Spurs uns da jetzt weggeholt haben, naja, die erste Niederlage musste auch mal kommen. In der Liga können wir es jetzt besser machen, lustigerweise auch gegen die Spurs. Das ist ja ein Zufall. Und die werden wir jetzt da dementsprechend ordentlich weghauen. Zumindest nach meiner Meinung nach. Komm, wir spielen nach Spanien. Haben wir schon einen. Wir spielen nach Italien. So, Nastasic bedankt sich. Alto Belli hat sich auch bedankt. Sehr, sehr schön. Als nächstes werden wir mal Nastasic wieder rausnehmen. Sané wieder reinstellen. Nicht Kummer. Und auf die Bank packen wir außerdem nochmal Antonio Rüdiger. Wollen wir Rüdiger verkauft? Haben wir Rüdiger ausgeliehen? Haben wir Rüdiger verkauft? Ich sehe ihn nicht. Wir haben ihn bestimmt ausgeliehen. Dann brauchen wir ihn nicht. Gut. Kurzawa kommt wieder rein. Alto Belli geht raus. Dafür kommt Geis wieder rein. Sippel kommt natürlich auch wieder rein für Stindl. Aber andersrum. Dann geht Oxlade-Chamberlain von der Bank runter. Ben Yedder kommt auf die Bank. Ben Yedder kommt auch in die Startelf für Niang. Morrison geht runter. Und dafür kommt Cabella rein. Und auf der anderen Seite wird De Jong stürmen. Wenn wir De Jong dann irgendwo mal finden würden. Hallo? Ah, da. De Jong. Gut, das ist die Aufstellung und damit werden wir jetzt hoffentlich die Spurs wegholen. Ich wünsche euch dabei wieder viel Spaß und dabei, yay. Und bis gleich. Die erste Niederlage der Saison war Newcastle zugefügt worden von Tottenham Hotspurs letzte Woche an der White Hart Lane im Capital One Cup. Heute im St. James' Park wollten es die Magpies besser machen und wollten, naja, die Männer aus London hier besiegen im heimischen Stadion. Bisher alle Spiele gewonnen in der Saison. Tottenham auf Platz 5 nach 5 Spielen mit 10 Punkten auch ordentlich, aber Newcastle dominierte bisher die Liga und das freute natürlich nicht nur die Fans, sondern auch Trainer MGT, der heute wieder seine beste Elf auf den Rasen schicken wollte, um den Spurs hier ordentlich einzuheizen. Im eigenen Stadion war man natürlich nochmal stärker als auswärts und da der Capital One Cup weniger wichtig war als die Liga, wollte man sich hier besser präsentieren als im Pokal. Das natürlich mit einer Startelf, die etwas abwich im Vergleich zu der, die im Pokal da war, allerdings natürlich das gleiche Phänomen bei den Tottenham Hotspurs. Unter anderem mit Stambouli und Assou Ekotto in der Startelf. Begovic, Yamat, Sané wieder in der Partie, beziehungsweise mit von der Partie. Laporte daneben, Kurzawa, Geis, Sippel und Cabella, De Jong, Ibrahimovic und Ben Yedder in der Offensive aktiv. Also sehr starke Aufstellung und das Ganze wurde nochmal ein bisschen angefeuert hier durch Personaldiskussion, beziehungsweise
jedenfalls durch Kapitänsdiskussion bei Newcastle, denn normalerweise macht man das relativ früh in der Saison. Sie hatten es noch gar nicht gemacht. Und naja, auf der anderen Seite übrigens Worm, Jadlin, Fazio, Vertonghen, Asui, Kotto, Stambouli, Paulinho, Townsend, Chadli, Eriksen und Soldado in der Startelf. Überraschend natürlich, dass Soldado dabei war und Adebayor nur auf der Bank. Der war aber nicht besonders effektiv gewesen gegen die Spurs, gegen Newcastle, gegen die Magpies. Auch wenn man ja nicht erwartet hatte, dass Soldado, der bisher wirklich keinen guten Lauf hatte bei den Spurs, hier in der Startelf stand. Wie gesagt, also Personaldiskussion, Kapitänsdiskussion. Ibrahimovic momentan personell und nominell Kapitän. Allerdings war Laporte intern zumindest aufgerückt im Mannschaftsrang und sollte hier eventuell demnächst als Kapitän auf dem Platz stehen. Wir gehen in die erste Szene der Partie, denn das war natürlich das Wichtige hier. Man wollte Fußball sehen und diesmal startete ja die Spurs besser in die Partie. Townsend nach 10 Minuten mit der Flanke in die Mitte und da ist der angesprochene Soldado mit dem Kopfball. Da wäre Begovic chancenlos gewesen gegen den starken Kopfstoß des Spaniers. Allerdings geht der Ball über den Kasten hinweg und dann kommt die erste Szene von Newcastle United. Der Ball kommt auf Ibrahimovic, der will sich hier trickreich durchsetzen gegen Asui Ekotto. Scheitert, kriegt den Ball aber nochmal wieder, weil Asui Ekotto nicht richtig klappt, beziehungsweise nicht energisch genug. Die Flanke dann vom Schweden und da ist Geis mit dem Kopfball. Allerdings kann Worm den halten, dieser nicht ganz so stark und nicht ganz so unplatziert wie der von Soldado. Auf der anderen Seite ging es dann wieder weiter mit Aktionen von den Spurs. Der Ball kommt auf Paulinho und der setzt sich durch gegen Sané, geht in den 16er rein und da ist Laporte und hätte er den nicht weggeköpft, dann wäre Townsend da gewesen und hätte es hier 1-0 gestanden für Tottenham. Also wichtige Aktion vom Franzosen und dann kam ja die 45. Minute und der Ball auf Ibrahimovic. Er nimmt den klasse an, setzt sich gegen die Innenverteidigung komplett durch. Der Schuss aufs Tor von Worm und der mit einer grandiosen Parade. Den hat er wirklich richtig gut aus der Ecke rausgeholt. Allerdings gibt es jetzt ein weiteres Phänomen, das mit der Ecke zu tun hat. Und zwar ein Eckball. Reingebracht von Geis in die Mitte, rausgefaustet von Worm. Aber da ist Janmaat und Janmaat hat eine Idee. Janmaat haut rauf und er macht das Tor. Diesmal ist Worm chancenlos und der Niederländer gegen seinen Landsmann mit dem Traumtor zum 1-0 in der 45. Minute. Was für ein Schuss aus knapp 30 Metern, nimmt er den Ball Volley und der senkt sich genau ins Tor. Klasse Schuss von Janmaat, nicht genug bedrängt da von Soldado und dass der so abzieht, konnte man natürlich auch nicht erwarten. Erstes Tor seit Ewigkeiten für Daryl Janmaat, erstes Tor seit der Amtszeit von Trainer MGT und das war wie gesagt richtig schön gemacht. So kann es auf jeden Fall weitergehen für Newcastle, denn das war die letzte Aktion vor der Halbzeit. Wir können uns das Tor gerne noch 100 Mal angucken. Auch Begovic freut sich natürlich, wie wir jetzt hier sehen können, zu Recht über diesen Kracher von Daryl Janmaat und damit ging es dann, wie gesagt, in die Halbzeit. Die Fans mehr als zufrieden damit, denn ein 1-0 gegen die Spurs hatte man nicht erwartet, nachdem man im Pokal relativ chancenlos war in der zweiten Halbzeit. Mal sehen, wie es diesmal in der zweiten Halbzeit werden sollte. Ich kann schon mal vorwegnehmen, sie konnte das Niveau der ersten Halbzeit, die sehr unterhaltsam war, definitiv nicht halten. Es dauerte lange bis zur ersten Aktion und natürlich mussten die Spurs wieder kommen wie im letzten Spiel und die erste Chance gab es nach 47 Minuten, also nur 2 Minuten nach Wiederanpfiff durch Townsend, der hier den Ball nochmal kriegt von Stambouli. Allerdings kann Laporte dann im Endeffekt klären. Das war es dann aber auch mit Offensivbemühungen, denn ja, das Spiel hatte wirklich sehr abgeflaut und das war bis zur 70. Minute, bis Jadlin sich hier mit all seiner Geschwindigkeit den Ball holte gegen Geis und versuchte den Ball reinzubringen, auf Dembélé mittlerweile eingewechselt, spielt den Ball auf Chadli, seinen Landsmann und der versucht mit dem Schuss, allerdings ist Begovic da und Townsend stand dann letztendlich im Abseits, deswegen wird die Situation nicht nochmal gefährlich, trotzdem wackelte Newcastle jetzt, allerdings, naja, konnten sie auch nach vorne kommen. Hier sehen wir beispielsweise eine Szene, Ibrahimovic kriegt den Ball eher glücklich und spielt den ganzen raus auf Ben Yedder, der weiter auf De Jong. Allerdings waren sie zu unkonzentriert, sie waren zu unkonsequent. Hier mit Vorsprung gegen Jadlin und der kommt hinterher gesprintet und haben mal gesehen, wie schnell der Junge wirklich ist. Brachte aber alles nichts mehr, denn diese Klärungstat war die letzte nennenswerte Aktion in der Partie. Tottenham Hotspurs verlieren und der 6. Sieg im 6. Spiel in der Liga für Newcastle United, für die Magpies, steht zu Buche. 18 Punkte aus 6 Spielen, interner Vereinsrekord. Was für eine Leistung bisher in Saison von den Fans, von Trainer MGT und natürlich von der Mannschaft. So kann es gerne weitergehen. Wir haben es letztens gesagt, dann wird man Meister. Im Pokal hat die Spurs das bessere Ende für sich und diesmal haben wir das bessere Ende für uns aufgrund eines Tores von Janmaat und ich glaube, er weiß selber nicht, wie er das gemacht hat. War ein extrem geiles Tor, muss ich ganz ehrlich zugeben. Hat mich sehr, sehr beeindruckt, ja, muss ich schon sagen. Sehr schön, dass wir wieder gewonnen haben. Wir sind immer noch ungeschlagen, haben immer noch alles gewonnen dieses Jahr. 18 Punkte aus 6 Spielen. Besser geht es nicht. Und ich bin sehr gespannt, wie es in der Champions League jetzt weiterlaufen wird gegen Hamburg. Naja, bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall werdet ihr das in der nächsten Episode sehen. Ich wünsche euch da ja, viel Spaß drauf bei der Vorfreude. Und ja, hoffe, die Episode hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben, würde mich sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein und ciao.